Ja, jetzt steht da. Ich glaube, das ist ein Schreibfehler. Ich hoffe, das ist ein Schreibfehler. Also das Englische heißt KK Choral. Und das so Deutsche sollte eigentlich KK Choral heißen. Leider heißt es hier KK Chloral. Ich sag einfach mal, das ist ein Schreibfehler. Ich hoffe es mal. Schreibfehler wären hier nichts Ungewöhnliches. Jetzt setz dich doch einfach mal hin, Junge! Hyperaktives Stück Reis oder wie? Auch hier war Alex van den Berg gar nicht so unerlösend vielleicht. Ja, okay. Besser als die ersten beiden ist es immer noch, aber das ist ja ein... Also von Kunst darf man hier nicht reden, meiner Meinung nach. Let's Fusion, würde ich sagen. KK Fusion. Gehen wir mal ein bisschen futuristischer ran an die ganze Sache. KK Fusion. Übrigens, das Nachtrag, es gibt KK Parade. Es gibt KK Parade. Also diese zwei dahinter hat Sinn gemacht. Ich habe es nur nicht sofort in der Liste entdeckt. Ja, also ich habe auch hier fünf Lieder, wo ich sage, die könnten was sein. Die würde ich ganz gerne so als letztes machen, weil von denen erhoffe ich mir dann doch am meisten. Und würde nur ungern enttäuscht werden. Z, genau, Z, Freunde, merkt es euch. Bergsteigung. Heißt der nächste Song. Also erfahrungsmäßig, Lieder, die nicht KK im Namen haben, sind scheiße. Ich sag so, wie es, also so ist es halt, da müssen wir jetzt nicht drüber diskutieren, genau das ist es. Sobald nicht KK im Namen steht, brauchen wir gar nicht anfangen mit dem Song. Ja, Wahnsinn ist das noch lang nicht. We'll be right back.
Warenordnung. Also ich habe es mir ehrlich gesagt schlimmer vorgestellt. Ist nicht... Also wenn was nicht KK im Namen hat, ist es jetzt nicht geil, aber es ist nicht automatisch scheiße. Ist nur meistens so. So, wir können langsam mal so ein bisschen, ne, bisschen auf die Bremse drücken. Jetzt nehme ich irgendwas, wo ich überhaupt nicht weiß, was das werden soll. KK, sag ich nicht, ne, KK Etüde. Mit Ü, so steht's drin, also bitte. Ist ja nicht meine Rechtschreibung. Was soll das jetzt werden? Das kommt mir bekannt vor irgendwie. Oder auch nicht. Verbuchen wir auch mal unter ist in Ordnung. Und jetzt gehen wir vielleicht mal in interessantere Regionen. Also ich weiß nicht, ob ich wirklich meine Pfeff-Songs hören will, aber eins, wo ich sage, ja, das kann man machen. Rein titelmäßig zumindest. KK. Kinder Country, genau. Y. Dafür erhoffe ich mir jetzt doch einiges. Also KK, bitte enttäusche mich nicht. Zum Wohle deiner Gesundheit. Na gut, man kriegt halt, was man, wofür man bezahlt hat. KK Country. Was soll es auch sonst groß sein? So, jetzt geht's in die wirklich interessanten Regionen. Und wir könnten beginnen mit KK Jazz. Richtig große Erwartungen stecke ich da rein. Also, KK, bitte. Tut mir den Gefallen und liefere mir ein neues Radiolied. Tu's für mich, komm. Now.
Naja, okay. Es war gut, aber nicht das gut, was ich erwartet habe. Also es war, man konnte wirklich damit arbeiten. Trotzdem für mein Radio meiner Meinung nach nicht genug. Jetzt habe ich nur noch 4. So. KK Raggy, KK Ragtime, KK Western, KK Salsa, die sind auf meiner Liste. Also von denen, die ich noch nicht gehört habe, gibt es bestimmt auch noch ein paar gute, aber die habe ich mir so ins Auge gefasst. Und dann würde ich gleich mal anfangen mit der alten Soße, KK Salsa. Sosa Mexicana. Gib mir den Rhythmus. Ich würde sagen, ja, unter Vorbehalt. Also wenn nichts Besseres mehr kommt, würde ich wirklich das nehmen. Haut mich nicht ganz aus dem Mocker, aber ist doch besser als das, was ich heute so gehört habe. Trotzdem setze ich noch einiges an Hoffnung in KK Reggae und KK Ragtime. Mal schauen, was die uns noch so bringen. Ja, hier. Gib mir. Unterhalte er mich mit Musik? Oh,
Oh, das geht rein, ey. Das geht gut rein, Junge. Yes! Also ganz ehrlich, ich wurde nicht enttäuscht. Das war richtig geil. Fand ich zumindest. KK, das war wieder mal ein gelungener Abend. Und ganz ehrlich, wenn ich mir das so anschaue, ich glaube noch zwei Abende und ich habe alle KK-Songs durch und dann ist auch ungefähr das LP vorbei. Das ist zeitlich gar nicht mal so schlecht. Gib mir meine Lieblings-Michon-Coffee. Gib es mir. Gib es mir vorige spanische Liebe. Keine Ahnung. Ich trinke trotzdem erstmal ein Käffchen. Und ja, das ist dann. Ja, doch, auch das Ende dieser Doppelfolge für heute. Folge 94. Durchaus trinkbar. Naja, okay. Folge 94. Vollgestopft mit KK mal wieder und bald haben wir es durch. Also ich würde wirklich gerne alle Songs von ihm anhören, weil manche davon sind halt wirklich geil. Und ich höre die ganz gerne. Und manche sind halt auch da und die muss es auch geben. Das sind halt solche Bankdrücker, nennen wir es jetzt vielleicht mal, ne? Die bei niemandem im Radio stehen. Und jeder weiß jetzt auch, warum. So, straight downwards. Flohmarkt wird sich wahrscheinlich nichts Neues getan haben. Und wenn schon, dann ist es mir egal. Und jetzt stellt sich nur eine Frage. Wo genau kommt unser Freund hin? Aufpassen, wenn ich zu lange in einem Raum bin, dann nerven die mich. Und da habe ich keinen Bock drauf. Oh yeah. So. Ich muss mir erstmal einen Überblick verschaffen, was hier wo ist. Ja, also eventuell der Hauptraum. Hier auf keinen Fall. KK Gumbo, weil das, glaube ich, kommt auf keinen Fall raus. Da links, das kommt auch auf keinen Fall raus. Ja, wahrscheinlich wird es der Hauptraum werden, der einen neuen Anstrich benötigt. Prima Ballerina, ja! Waldlichtung war das, glaube ich, ne? Stimmt, deswegen hat es, glaube ich, auch so gut ins Pilzzimmer gepasst. Ich erinnere mich. Meine mich zu erinnern. Und jetzt ab zur Stereoanlage. Niemand nervt mich und... KK Rocksong. Ja, ist okay, aber hat halt doch so ein bisschen an, meiner Meinung nach, Glanz verloren. Deswegen jetzt KK Ragtime. Oh ja. Bitch. Keiner nervt mich mit Flohmarkt und das finde ich persönlich ganz geil. Gib mir den Sound. Ja, gesperrt, verpiss dich, interessiert mich nicht. Oh ja. Yo. Bam, 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 bam. Ja, so, hallo Gisbert, ich muss ganz dringend woanders hin. Denn ich würde sagen, wir beenden trotzdem ganz klassisch mit KK Gumbo. Diesen Tag, diesen Doppelfolgen, vielen Dank fürs dabei sein. Folge 94 mal wieder mit KK Folge, stopp bis zum geht nicht mehr. Bam, 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 bam. Also die Musik ist immer noch so catchy, ne? Die knallt richtig rein. Da, da, da. Ja. Bam, 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 bam. Komm, gib mir die Scratches, Junge. Gib mir die Scratches. Nur deswegen bin ich hier jetzt rein, um es hier zu beenden. Ja, vielen Dank fürs dabei sein. Das war die Folge für heute. Morgen Folge 95, nächste Doppelfolge. Ich freue mich drauf. Haut raus, schönen Abend noch. Und ciao, Leute.